Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Session beim Moving Stories Update Tag 2022, der erste für dieses Jahr. Und es ist mit dabei jemand, der schon bei der ersten Stunde mit dabei war, jung, dynamisch und immer wieder mit neuen Formaten überrascht. Livia Brun, herzlich willkommen hier. Heute hast du uns mitgebracht Power Skill Coaching. Hallo Manfred, ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich wieder mit dabei sein darf. Na, bei so vielen unterschiedlichen Formaten ist das ja kein Wunder, was du alles da so auf deiner Palette für deine Kunden entwickelst und tust und machst. Da wäre ich doch schon bei der Einstiegsfrage. Was ist jetzt da anders im Coaching, Gruppen, Einzel, Persönlichkeit, sonstig, was es da so alles gibt? Wo dürfen wir es einordnen? Ja, das ist eine gute Frage. Im Grunde genommen ist es ein Einzelcoaching. Also da können wir uns schon mal drauf festlegen. Und beim normalen Coaching ist es ja so, dass so ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess in Gang gesetzt wird. Das bedeutet, dass wir mindestens 6 Coaching-Einheiten haben, meistens ja auch eher 10, um wirklich auch in die Persönlichkeit reinzugehen und zu gucken, wie kann man sich da entwickeln. Das ist bei dem Power Skill Coaching anders. Da haben wir nämlich nur 2 Sessions und die sind relativ kurz. Und es geht tatsächlich darum, dass man ein konkretes Anliegen oder eine bestimmte Situation bespricht, die entweder in der Vergangenheit war, wo man sich dann überlegt, okay, was kann ich nächstes Mal besser machen? Oder es steht ein wichtiges Gespräch an oder eine Situation an, eine Aufgabe an und der Coach möchte gerne wissen, okay, wie kann ich mich verhalten? Und genau da setzen wir dann an. Also es ist wirklich ein absolutes Kurzzeitformat. Genau, genau. Und es ist 1:1. Das sind schon mal ja 2 knackige Punkte, die für jeden, der sich jetzt hier mal das Ganze anschaut, sagt, kann ich weiter anschauen, passt. Jetzt wäre dann meine Frage, für wen ist es denn oder was müsste für ein Auslöser da sein, um sich mit dem Thema zu beschäftigen? Ja, also Coaching ist ja nach wie vor eigentlich für jeden geeignet und jeder sollte die Möglichkeit haben, sich coachen zu lassen. In den Unternehmen ist es nach wie vor so, dass es hauptsächlich Führungskräfte bekommen und genauso ist es auch. Also es sind entweder Nachwuchsführungskräfte oder Führungskräfte, die ein bestimmtes Anliegen haben. Und die wenden sich dann eben entweder an ihre Personalentwicklung oder aber es kann auch sein, dass es zum Beispiel als Incentive weitergegeben wird, dass eine Führungskraft, 5 Pakete bekommt, 5 Einheiten und sie dann an seine Mitarbeiter, seine Nachwuchsführungskräfte verteilt. Aber du sagst, im Endeffekt wäre es schon sinnvoll, das weiter zu streuen, weil ja jeder im Endeffekt irgendeine Leistung bringt und oder gegen etwas innerlich ankämpft, anarbeitet, nicht so ganz performant unterwegs ist und manchmal wären es leichte Dinge und auf einmal hätte ein Mitarbeiter statt die gequälten 65% wieder seine 85% oder wie auch immer mehr Leistungsfähigkeit. Ja, es ist immer wieder das gleiche Thema und wir haben uns darüber ja auch schon unterhalten, dass es wirklich sinnvoll ist, jeden Mitarbeiter, wenn er in irgendeiner Situation ist, die er verbessern, verändern kann oder möchte, dass er einfach die Möglichkeit hat, sich mit einem externen Coach auseinanderzusetzen, der natürlich nochmal andere Fragen stellt, um dann zu überlegen, okay, welche Skills, welche Fähigkeiten habe ich noch, außer die schon gezeigt habe, um einfach eine Situation besser zu performen oder sich einfach besser zu positionieren. Würdest du bei dem Vergleich mitgehen, der mir gerade so in den Kopf geht, weil wir sind ja bei Moving Story, wir suchen ja auch Bilder und Geschichten oder irgendwas zusammenzubringen, wenn ich sage, das ist im Prinzip so, als würde ich zu Hause nur immer das Wohnzimmer, wo ich die Gäste empfange, sauber machen und den Rest so langsam vernachlässigen und verstauben und verdrecken und irgendwo ist dann der Wohlfühl und der Lebensfaktor da nicht mehr so teuer. Also ohne jetzt Mitarbeiter mit Zimmern vergleichen zu wollen, aber so in Metaphern gesprochen. Ja, das ist ein spannendes Bild, total interessant und kann ich absolut nachvollziehen. Wobei es ist natürlich schön, wenn ich Besuch habe, wenn ich auch das Badezimmer immer sauber habe. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber ja, also genau, ich bewege mich auch in anderen Räumen. Ich möchte mich auch in anderen Räumen wohlfühlen. Und insofern ist es eben auch schön, andere Räume zu betreten. Und das ist natürlich genau das Gleiche im Coaching. Ich betrete einfach andere Gedanken, andere Eigenschaften, die ich habe und die ich dann eben auch mal ziehen kann, wenn ich sie brauche.
Naja, wir haben ja auch, genau wie du sagst, so unsere Gedankenräume im Kopf, durch die wir ja immer so mitwandern. Und die einen sind vielleicht ja etwas weniger aufgeräumt, etwas schmuddeliger, etwas lange vernachlässigt und so weiter. Und dann dürfen wir da gerne wieder reingehen. Oder andere Dinge, die einfach verstaubt sind, die ich mal wieder abpuste und sehe, Mensch, diese Gegenstände habe ich ja noch. Und das Gleiche eben auch, Mensch, diese Fähigkeiten habe ich ja noch. Ich habe einfach nicht dran gedacht, dass ich sie habe. Und genau, so kann man es gut vergleichen. Das wäre dann aber nochmal auch ein anderes Coaching, das wir hier schon hatten, das Ressourcencoaching, nach dem Motto, oh, da ist eine Ressource, die ist schlummert in mir, aber die wusste ich nicht. Anderes Thema, können wir auf das andere Video vielleicht mal verlinken, damit diejenigen, die damit zu tun haben, auch noch was wollen. Sehr gut. Schön gemacht. Dann lass uns doch mal weitergehen. Du hast mir ja was Hübsches vorbereitet. Also von daher haben wir so einen kleinen Leitfaden, an dem wir uns durchhangeln. Wenn wir uns vielleicht auch nicht mal 1:1 dran halten werden, aber so mal ganz grob die Vorteile. Denn manche sagen immer, what's in for me oder what's in for the business oder what's in for the company, ne? Richtig. Okay. Genau, Company. Also die Vorteile fürs Unternehmen sind, auf der einen Seite, dass die Personalentwicklung entlastet wird, weil die Abstimmungsgespräche nur zwischen dem Coach und mir ablaufen. Das heißt, normalerweise ist es ja so, dass der Coach mit der Personalabteilung spricht, dann wird mit der Führungskraft nochmal gesprochen, des Coach, um sich da abzustimmen, um Ziele festzulegen. Dann wird mit dem Coach und der Führungskraft gesprochen, um da gemeinsam Konsens zu finden. Und dann erst kommt der Schritt, wo ich überhaupt alleine mit dem Coach in Kontakt trete, um zu gucken, okay, passt das oder passt das nicht? Und das entfällt alles. Das ist der erste oder der zweite Vorteil auch schon. Und der dritte ist, und das ist aber mehr für den Coaching-Vorteil, da geht es darum, dass er auch kein festes Ziel hat, also nicht vorgegeben von seiner Führungskraft oder von der PE, sondern er kann ein eigenes Anliegen, was ihn persönlich betrifft, beziehungsweise natürlich im beruflichen Kontext, kann er bearbeiten, ohne dass es in irgendeiner Form kommuniziert wird. Und dann ist es natürlich auch noch ein Incentive und beziehungsweise ein Tool zur Mitarbeiterbindung, weil es was Positives ist. Der Mitarbeiter bekommt einfach ein gutes Power-Coaching geschenkt, wo er sich quasi für eine Situation Tipps und Hinweise holen kann, Handlungsalternativen. Das heißt, fürs Unternehmen, du bietest im Endeffekt die Leistung so an, dass die sagen, ja, ihr gebt ein Poolbudget frei, whatever, und damit sagt ihr den und wisst ihr, okay, muss der Mitarbeiter der Personalabteilung signalisieren, ich nutze das jetzt bloß, und dann wissen die Haken hinter, okay, wir haben bis zu 50 oder wie auch immer so und so viele von dem Programm, weil das ist ein fester, kalkulierter Rahmen jeweils und kann damit durch abgehakt werden. Genau, genau. Genau, und da gibt es da eine Vorgehensweise, also wie dann der Kontakt zu dem Coach zustande kommt. Das heißt, er bekommt meine Kontaktdaten, meine E-Mail-Adresse, nimmt Kontakt mit mir auf und kommt im ersten Schritt, bekommt er einen Fragebogen zugesendet. Der ist relativ schmal, und da geht es einfach darum, dass er so in 2 bis 3 Sätzen sein Anliegen schildert, dann welche Funktion er in dem Unternehmen hat und was sein persönliches Ziel ist. Und da würde ich ganz kurz mal eingrätschen. Sehr gerne. Bei dem Thema, was ist mein persönliches Ziel? Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du hast, aber in der Regel fällt es Menschen schwierig, ein Ziel wirklich konkret auf Anhieb zu benennen, wenn darin noch keine Übung besteht. Das stimmt. Wobei, also bei den Coaches, die ich jetzt hatte, und das waren schon recht viele, ist es relativ klar, was sie wollen, weil die haben ja ein genau abgegrenztes Anliegen und wollen damit etwas erreichen. Und ja, die einen schreiben, was sie erreichen wollen, zum Beispiel bei ihrem Mitarbeiter, wenn es um ein Mitarbeitergespräch geht, oder bei ihrem Gegenüber, welche Situation auch immer, aber auch bei sich selber. Also die wissen schon, was ihr persönliches Ziel ist, weil sie eben einfach eine konkrete Situation vor Augen haben und sich ja freiwillig gemeldet haben. Hast du in dem Fragebogen, in dem sie das ausfüllen, dann so den Hinweis,
formulieren Sie Ihr Ziel positiv auf hinzu und nicht, was ich nicht will oder so Ansätze noch dabei oder ist das klar? Ja, genau. Ja. Genau. Also es ist, der Fragebogen ist lösungsorientiert oder die Fragen sind lösungsorientiert gestellt und nicht problemorientiert. Okay. Weil das ist ja auch die große Herausforderung an mich als Coach, weil ich habe nicht viel, ich habe kein Vorgespräch, ich habe nichts. Es ist ja wirklich ein Quick-Coaching sozusagen, was auch innerhalb von einem kurzen Zeitraum stattfindet, weil ja meistens die Situation, die der Coach hat, nicht in ferner Zukunft ist, sondern vielleicht in 3 Tagen oder nächste Woche. Und das bedeutet, dass ich ja wirklich auch nur 45 Minuten Zeit habe, darauf kommen wir ja gleich, 45 Minuten Zeit habe, genau zu umranden für mich oder zu gucken, was möchte der Coachie und dann eben auch sofort in die Lösung reinzugehen. Mhm. Das ist echt eine Challenge. Ja, ja, aber sie funktioniert. Okay, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann sind wir genau beim dem Punkt, den ich dir jetzt noch geklaut habe. Es gibt dann 3 Termine zur Auswahl, die du noch zu anbietest, ne? Ja, genau, genau. Also der Coachie, der gibt mir 3 Termine zur Auswahl. Und in der Regel, also ich habe es wirklich ganz, ganz selten gehabt, dass es nicht passt. Und einer von diesen 3 Terminen passt. Die sind auch meistens sehr kurzfristig, also innerhalb von 2 Wochen. Mhm. Und teilweise tatsächlich auch innerhalb von 2, 3 Tagen. Und meistens geht das irgendwie, dass ich das hingebogen bekomme. Und ja, dann wird das Coaching durchgeführt. Mhm. Hatten wir schon das Thema, wie der Zeitansatz dafür ist? Nein, da kommen wir jetzt dann drauf noch, ne? 45 Minuten. Ja. Ja, genau, 45 Minuten. Also das Drei-Phasen-Coaching gliedert sich in 3 Teile. Das erste ist eben das erste Coaching. Gut, das machen wir jetzt? Genau. Okay, und das sind die ersten 45 Minuten. Mhm. Und die 45 Minuten sind unterteilt in ein ganz kurzes Warm-up, wo einfach ja so eine Verbindung hergestellt wird. Auch das ist eine Herausforderung. Also das muss man auch können und auch mögen als Coach. Und innerhalb wirklich von 5 Minuten, ja, also einen Swing herzustellen, dass der Coach sich auch öffnet und sein Thema beschreibt und eben auch, ja, mir erlaubt, ihn zu unterstützen und auch nachzufragen. Ja. Und dann haben wir ungefähr 30 Minuten Zeit, wo wir dieses Thema erörtern, wo es Handlungsalternativen gibt, die wir gemeinsam erarbeiten, die dann für die kommende Situation einfach ausprobiert werden können. Und dann gibt es nochmal eine kurze Zusammenfassung und der nächste Termin wird gemacht, weil danach kommt ihr erstmal, das machen wir ja wahrscheinlich auch gleich, erstmal die Praxisphase natürlich. Genau, jetzt kommt die Praxisphase. Aber auch der Coaching-Termin geht online dann, ne? Ja, genau, genau. Es ist alles, sind beide Termine online. Mhm. Genau. Mhm. Genau. Dann kommt die Praxisphase, die dauert dann in der Regel auch 2 Wochen, wo dann die Situation quasi eintritt für den Coach, wofür er das Coaching benötigt hat und dann quasi das, was er erarbeitet hat in dem Coaching, ausprobiert, wo er eben guckt, okay, was kann ich anders machen und ja, wie ist das Ergebnis? Bekommt er da auch so einen Hinweis oder so eine Hilfestellung zu sagen, schreib dir deine Gedanken auf oder soll er über Gefühle, soll er über, wie ging es mir dabei, was ist gut gelaufen, wo hatte ich noch Schwierigkeiten? Soll er das so ein bisschen mitprotokollieren in diesem Zeitraum? Oder? Das ist ein interessanter Ansatz. Also nein, soll er nicht, aber könnte man drüber nachdenken. Wobei ich glaube, dass dadurch, dass ja vorher diese Situation in dem Coaching, in dem ersten Coaching so stark besprochen wurde, das ist ja alles im Hinterkopf. Mhm. Und dann, wenn man das dann quasi angewandt hat und dann in die 3. Phase kommt, eben in diese Reflexionsphase des Coachings, dann und in die Verankerung, dann ist das meistens noch sehr präsent. Also ich habe es tatsächlich noch nicht gehabt, dass jemand nicht wusste, wie es ihm ergangen ist, was er Gefühle hatte. Aber darüber denke ich mal nach, das für sich selber nochmal zu notieren. Kann ja eine Option sein, weiß ich jetzt eben nicht. Aber so wie du sagst, klar, ich habe eine sehr konkrete Geschichte. Es ist jetzt kein breites Spektrum, wo ich auf diverse Nuancierungen achten muss, sondern ich habe einen ziemlich klaren Part, wo ich weiß, an welcher Stelle klemme ich, hake ich, so, und jetzt habe ich sozusagen meine kleine neue Brücke bekommen, jetzt funktioniert es vielleicht besser oder nicht. Ja,
Ja, genau. Genau. Und okay, das wird dann. Okay, genau, das kommt dann in der dritten Phase in der Verankerung. Da geht es dann tatsächlich so zu gucken, okay, wie war es in der Situation? Einfach mal so eine kurze Reflexion, eine Außenbetrachtung, auch wie habe ich mich gefühlt und dann eben auch, was ist gut gelaufen, was ist verbesserungswürdig, gibt es irgendwelche Dinge, die mich auch vielleicht hindern daran, genau das umzusetzen, was ich mir vorher erarbeitet habe. Und das wäre dann der Schritt auch noch in der Verankerung zu gucken, okay, was brauche ich, um beim nächsten Mal genauso souverän oder noch souveräner mich zu verhalten? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Hilfestellung kann ich mir vielleicht selber auch noch geben, um dann genau das zukünftig weiterzuleben, was ich bisher gezeigt habe oder was ich zeigen möchte? Und in der Regel kannst du sagen, ist nach diesem Prozess und diesem kleinen zweiten Hilfestellung nochmal der Feinjustierung das Thema auch für den Coachy zufriedenstellend gelöst? Oder hast du auch schon mal den Erfahrungsschatz gehabt, dass der eine oder andere sagt, ich brauche da jetzt doch nochmal ein zweites Follow-up-Gespräch? Also das Anliegen selber ist gut gelöst für die Coachy. Aber wir wissen ja aus unseren Coachings, die wir haben, dass es meistens nicht darum geht, nur eine Situation zu verändern, sondern da steckt ja etwas in mir drin, was mich vielleicht noch tiefer hindert. Und die nächsten Schritte können dann sein, tatsächlich an der Persönlichkeit zu arbeiten, also wirklich auch einen Coaching-Prozess Richtung Persönlichkeitsentwicklung zu initiieren. Oder es stellt sich heraus, dass am ersten Gespräch, dass es wirklich tiefer geht und dass man sagt, okay, ich brauche da auch nochmal professionellere Unterstützung, um mich da in irgendeiner Form weiterzuentwickeln oder um das zu bearbeiten, weil das ist ja nicht Thema dieses Power-Coachings. Ja. Also man kann natürlich weitere Entwicklungsschritte initiieren, aber das Anliegen und das, was das Power-Skill-Coaching sein soll, das ist nach der zweiten Session wirklich komplett beendet und bearbeitet. Und da geht es dann, weil du ja auch gesagt hast, der Unterschied zum Persönlichkeitscoaching, es geht hier sehr stark um das Thema eines Verhaltens, ne? Ja, genau. Es ist rein auf der Verhaltensebene und nicht auf der Fähigkeit. Also es wird auf der Verhaltensebene gearbeitet, aber nicht auf der Fähigkeitsebene. Ja, oder was ja beim Persönlichkeitscoaching oftmals noch reingeht, auch auf der Identitätsebene, in die es dann ja noch tiefer reingeht. Wer bin ich, was glaube ich und so weiter, ne? Genau. Und das kann, also Glaubenssätze zum Beispiel, kann das Power-Coaching nicht bearbeiten, das kann es nicht leisten, das ist aber auch nicht Ziel. Ziel ist wirklich so schnell, mal so ganz kurz, so ein Impulsgeber, um in kurzer Zeit etwas zu überdenken, etwas zu verändern und es auch sofort anzuwenden. Super. Ja, also damit hast du, was du ja auch schon im Vorteil am Anfang gesagt hast, es ist ein überschaubarer Prozess, sowohl fürs Unternehmen, für die Verantwortlichen dort, als auch für den Coachee. Und trotzdem genau diese Unebenheiten im Alltagsleben sozusagen zu glätten, rauszunehmen, wo irgendein Hindernis drinsteht. Und das mit sehr überschaubaren Aufwand, auch im zeitlichen Aufwand, sodass es recht flott in die Verbesserung geht. Ja, absolut. Cooles Thema. Also ich habe damit wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Am Anfang habe ich auch gedacht, ich bin ja nun auch ein Coach, der normalerweise 2 bis 3 bis 4 Stunden sogar in einer Coaching-Einheit ist, um dann wirklich auch konkret zu arbeiten und dann diesen Switch zu machen, auf 45 Minuten zu gehen. Das ist wirklich eine große Herausforderung, aber es funktioniert. Und insofern, ja, kann ich nur sagen, wenn man so eine kurze Einheit braucht, dann ist es genau das Richtige, um an sich selber ein kleines bisschen mit den vorhandenen Skills zu arbeiten und sich zu verändern. Und es ist, um es auch nochmal rauszuheben, was wir am Anfang hatten, es ist im Endeffekt für alle Unternehmen geeignet und es ist für alle Mitarbeiterebenen geeignet. Also hier könnte ich zum ersten Mal, wenn hier ja immer Geld und Incentive-Gedanke ist, das Ganze auch wirklich etwas breiter gestalten und sagen, es bleibt trotzdem kalkulierbar. Genau. Es ist absolut kalkulierbar, weil ich wirklich auch genau weiß, es sind nur diese 2 mal 45 Minuten und dann ist eben einfach vorbei. Mhm. Ja. Mhm.
Ja, das ist im Endeffekt die Variante Tablette einwerfen, Kopfschmerz weg, ne? Richtig, also du hast Bilder, Manfred, aber genauso ist es. Genauso ist es. Ja. Und wenn man weiter Jetzt kommt Kopfschmerzen hat, dann wahrscheinlich ist es irgendjemand noch verboten. darauf, können Sie das ganze Geheimrezept in eine Tablette verarbeiten, dass wir die den Mitarbeiter bloß noch einwerfen müssen? Ja, sehr gut. Genau. Und um bei dem Bild zu bleiben, ne, wenn die Kopfschmerzen nach der Tablette nicht weg sind, dann muss man überlegen, ob man zum Arzt geht und das Ganze eben etwas breiter auslegt. Genauso ist es. Ein schönes Bild. Super toll. Power Skill Coaching mit Livia Brun. Wieder ein super tolles Format des Mitarbeitenden, um es mal zu gendern, wirklich nach vorne bringt und auch das Unternehmen nach vorne bringt. Genau. Hast du noch famous last words? Habe ich noch irgendetwas vergessen? Das ist gemein. Das war nicht abgesprochen, Manfred. Wir können hier mal ein Power Coaching darüber machen. Genau, Spontane genau. Reaktion. Also bei Bedarf kommt zu mir. Super gut. Das passt doch immer. Call to Action am Ende eines Content-basierten Inhaltes. Super toll, alles richtig gemacht. Liebe Livia, ich wünsche dir alles Gute. Vielen herzlichen Dank, dass du auch wieder hier mit dabei warst und von so einem tollen Programm. Und ich freue mich schon, was du das nächste Mal für uns parat hältst. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, Manfred. Danke, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.